In der Zeit, als ich von Lübeck nach Hamburg gependelt bin, war es eigentlich relativ cool für die erste Zeit. Aber dann wurde es immer anstrengender und es wurde auch immer schwerer mit der Schule. Dann wurde das geklärt. Dann hat mein Coach Paul Larisch, gesagt, dass ich hier zum Internat kommen könnte. Jetzt wohne ich das zweite Jahr im Internat. Das Leben im Internat ist erstmal Gewöhnungssache, weil man halt aufsteht, dann hat man Training, dann Schule, dann kommt man nach Hause, dann gehst du wieder zum Training abends und dann kommst du um, keine Ahnung, 22 Uhr nach Hause und gehst dann schlafen. Also ich habe ja schon letztes Jahr mittrainiert in der NBBL und jetzt als Spieler von den Hamburg Towers ist es natürlich schon eine größere Herausforderung, sich seinen Mitspielern zu stellen, weil man auch unbedingt spielen will und das ist ja sozusagen eine Competition. Ein bisschen unterschätzt habe ich die Intensität, weil man muss die ganze Zeit durchpowern, aber man gewöhnt sich schnell dran. Renés Basketballweg ist eigentlich fast der gleiche Weg wie meiner. Also er hat Pro B gespielt und Towers trainiert und wurde dann immer besser und besser und spielt jetzt bei der Towers Master mal sechster Mann und auf jeden Fall ist er ein Vorbild für mich.